In diesem Video zeige ich euch das Pop Century Resort hier in Walt Disney World. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus Walt Disney World. Und wie ihr bereits wisst, übernachten wir im Pop Century Resort. Das ist ein Value Resort, also eines der günstigeren. Und hier sind wir 10 Nächte und ich zeige euch das Zimmer, das Hotel und gebe euch am Ende noch mein Resümee zum Hotel. Wir fangen an mit den Zimmern. Wir sind jetzt hier auf unserem Zimmer angekommen und wir haben ein Zimmer im 50s Gebäude auf Etage 3. Und ich gebe euch jetzt mal eine schnelle Roomtour. Ja, hier rechts in die Koffer, das ist jetzt uninteressant. Hier haben wir einen kleinen Kühlschrank. Dann haben wir hier Joffreys Kaffee, Tee, Milch, Green Tea. Und da kann man dann die Tassen drunter oder die Cups drunter stellen, die hier sind. Und hier haben wir einen Eiswürfel-Eimer. Eiswürfel kann man sich auch gratis holen. Ja, und dann geht's weiter. Ihr seht, wir sind eigentlich zu viert, aber es gibt erst noch ein Doppelbett. Das zweite Doppelbett kommt da aus dem Schrank raus. Das müssen wir hier noch gleich noch ein bisschen ummodeln, aber das machen wir später noch. Also 4 Personen finden in dem Zimmer Platz. Und die sind tatsächlich relativ neu renoviert worden. Die Zimmer hier im Pop Century. Und Kissen gibt es auf jeden Fall genug. Stecker. Schauen wir mal. USB, aber auch US-Stecker gibt es hier auf der einen Seite. Hier gibt es auch nochmal Stecker und auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, ansonsten findet ihr hier einen großen Fernseher und ein bisschen Stauraum. 3 Schubladen, ein Schrank und ja, hier was zum Aufhängen. Dann ist hier noch so ein kleiner Schrank. Also ich muss sagen, stauraummäßig für 4 Personen wird es, glaube ich, ein bisschen knapp. Naja, es wird schon. Auf jeden Fall, hier kann man auch noch was aufhängen. Ein Bügelbrett. Hier ist auch noch ein bisschen Stauraum im Bad. Das Bad sieht echt gut aus. Da bin ich. Natürlich die H2O-Seife. Ja, die ist ja sehr bekannt in den amerikanischen Disney-Parks und auf der Cruise. Auch nochmal Steckdosen. Ja, und jetzt kommen wir hier in den Duschbereich. Eine große Dusche, Toilette und hier auch die super tollen Produkte. Und die Dusche. Ja, also ich muss sagen, Stauraum finde ich jetzt ein bisschen wenig für 4 Personen, aber das müssen wir noch dann mal ausklügeln, wie wir das machen. Hier unten ist auch noch ein bisschen was. Ja, werden wir sehen. Aber ich muss sagen, ein echt Hotelzimmer schöner. Habt ihr gerade gesehen und wir sind hier in dem 50s-Gebäude. Das ist unsere Zimmernummer und ich lauf mal jetzt den Flur hier lang. Den Flur, es ist ja ein Außenbereich, also die Eingänge sind alle draußen und ich zeige euch ein bisschen was vom Hotel. Ich werde jetzt nicht jedes Gebäude abklappern, es gibt nämlich einige Gebäude, aber wir können gerne mal auf dem Parkplan dann zusammenschauen, wie groß das eigentlich ist. Das Pop Century hat tatsächlich die meisten Hotelzimmer von allen Disney Resorts hier in Walt Disney World. Also das ist das größte Hotel, was die Zimmer angeht. Ja, hier habt ihr einmal eine Maschine, wo ihr euch Getränke ziehen könntet und hier eine Eismaschine. Ihr habt diese Eisbuckets auf den Zimmern. Ihr könnt euch einfach kostenlos Eiswürfel hier holen. Ich bin aber kein Eiswürfel-Fan. Auch nicht im Hochsommer. Sehr selten, dass ich mit Eiswürfeln trinke. So, jetzt nehmen wir den Lift, weil wir sind hier auf der 3. Etage und fahren jetzt mal runter. Direkt hier vor unserem Gebäude ist der erste Pool oder einer der 3 Pools tatsächlich. Ist gerade nicht viel los, denn einmal ist es morgens um 8 und heute ist tatsächlich der kälteste Tag. Es sind gerade 13 Grad, also ich würde jetzt nicht ins Wasser steigen, aber alle Pools sind tatsächlich beheizt. Ja, wir können mal kurz reinschauen. Er macht erst um 10 Uhr auf, also ich kann gar nicht reingehen. Aber hier seht ihr Westen für Kinder und auch hier in diesen weißen Kisten sind Handtücher. Also ihr müsst auch keine Handtücher mitnehmen.
alles da für euch. Ja, das ist der erste Pool. Hier direkt vor unserem Gebäude fährt der Skyliner lang. Hier ist nicht der Eingang, da gehen wir auch noch gleich hin. Aber ich wollte euch ein bisschen das Panorama zeigen. Auf der anderen Seite haben wir das Disney Art of Animation Hotel. Beide Hotels sind Value Resorts, also eine der günstigen Resorts hier im Walt Disney World. Ich werde auch noch mal ein Video machen zu den Kosten etc., was wir hier bezahlt haben für Januar. Wenn wir jetzt hier Richtung Rezeption laufen, haben wir hier die ersten zwei Riesenfiguren. Einmal von Strolch und auf der gegenüberliegenden Seite von Susi. Es gibt auch noch ein Dschungelbuchfigur hier auf dem Hotelgelände. Und ich weiß gar nicht, was noch mehr. Aber auf dem gegenüberliegenden Hotel in dem Art of Animation, da sind auch richtig tolle Figuren von Ariel und Cars und so. Also auch richtig schöne Fotospots hier. Also hier haben wir Susi und Strolch. Und ich glaube, das hier ist das, nee, das ist ja noch das 50s-Gebäude. Also die sind riesig hier, die Gebäude. Wir sind im Building 2 da hinten auf der gegenüberliegenden Seite vom Pool. So, hier zur Rechten seht ihr die 60s-Gebäude und auch, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, vom Baseball. bin mir jetzt aber auch gerade echt unsicher. Ich bin nicht so in der Thematik drin. Aber ja, das sind die 60s-Gebäude und hier haben wir tatsächlich eine Mappe. Also, schauen wir mal drauf. Hier waren wir gerade. Hier seht ihr 50s und hier ist Susi und Strolch. Dann laufen wir jetzt mal zur Reception. Das ist hier Classic Hall. Da laufen wir gleich durch. Da fahren auch die Busse zu den Parks. Dann gibt es in der Mitte einen großen Pool, einen Kiddie Pool bei dem 60s Bereich. Und da habe ich auch gesagt, die große Figur von Jungle Book. Oh, es gibt noch eine Mickey Figur. Da werden wir auch nochmal hinlaufen Richtung 70s. Dann gibt es auch die 80s und die 90s. Ja, also richtig groß hier. Hier ist noch eine Figur. Ich weiß gar nicht, wie der Hase hier heißt gerade. Fällt mir gerade nicht ein, aber ja. Einiges zu sehen und da unten seht ihr den Zugang zum Skyliner beim Hourglass Lake. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die Lobby. Zurzeit herrscht hier noch Maskenpflicht indoor. Also falls ihr euch wundern solltet später. Hier haben wir einen Bereich mit Massagestühlen, wo Kinder Filme gucken können. Was läuft denn hier gerade? Ah, Timon und Pumba. Ja, hier zur Linken findet ihr die Rezeption. Da checkt ihr ein, da könnt ihr fragen. Alle sehr, sehr nett, alle Mitarbeiter. So, wir gehen jetzt gleich da rein ins Shop and Dining, aber zur Rechten wollte ich euch noch die Arkade zeigen. Hier gibt es so eine relativ große Spielarkade. Oh, das ist ja schön. Ein Graveyard. Ja, okay, jetzt ist es weg. Konnte man sich seinen Namen reingravieren lassen. Oh Gott, ist das hier laut. Ja, hier kann man alles Mögliche spielen. Pac-Man. Guitar Hero. Riesig hier. Ich war ja noch gar nicht drin. Also hier kann man ja auch ein bisschen was an Geld loswerden. Ja, ich laufe jetzt mal kurz hier eine Runde durch. Ah, hier ist ein Fotobooth. Step in and create magic. Wie sieht das denn aus? Ah ja, da. Könnt ihr so kleine Collagen machen. Ist auch ganz nett. Hier können dann die Eltern sich noch eine Massage gönnen. Ja, das war bunt und laut. Jetzt gehen wir gegenüber in den Shop. Da
zeige ich euch auch ein bisschen, was es im Shop gibt. Und dann gehen wir in den Essensbereich. Jedes Disney Resort hat ja seinen eigenen Shop. Wie auch ähnlich wie in Disneyland Paris, wo ihr Unmengen von Geld loswerden könnt. Aber tatsächlich hat jedes Hotel auch sein eigenes Merchandise, wie ihr sie hier sehen könnt. Das Pop Century Resort Shirt, Kinder-T-Shirts. Seit gestern gibt es wohl auch neue Ohren. Pop Century Ohren. Ja, also es gibt eigenes, jedes Resort hat seinen eigenen Merch. Dann gibt es hier Sonnenbrillen. Das finde ich natürlich auch sehr cool. Es gibt so viele Spiele, die auf Disney umthematisiert wurden. Hier A Visit to Walt Disney World, Magic Kingdom. Gibt es auch immer Monopoly da unten. Battleship mit Pirates of the Caribbean. Das Spiel des Lebens ist es, glaube ich, hier. Also ist schon richtig cool gemacht. Aber so viel Platz im Koffer habe ich gar nicht. Hier gibt es natürlich sehr schöne Puzzle. Das ist auch sehr schön. Aber Puzzle und ich werden nie Freunde werden. Ein Spirit Jersey, $75 kosten die hier. Plus Tax. Also wenn man hier was kauft, muss man beachten, dass die Preise immer noch Steuer drauf kommt. Und das ist von Bundesland, sage ich schon, von Staat zu Staat tatsächlich unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie viel Prozent es hier sind. Ich habe gestern Ohren gekauft für Daniel für $30, also $29,99. Und dann mit Tax haben sie $32 gekostet. Also hält sich in Rahmen. Und ja, ich werde jetzt auch nicht hier die ganzen Preise vorlesen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber ich zeige euch ein bisschen, was es hier so gibt. Das Hemd finde ich natürlich auch sehr schön, aber es ist, glaube ich, ein Männerhemd. Mit dem Schloss. Was ich tatsächlich sehr schön finde, ist der Schmuck. Die Ohrringe, ja, sind strange, aber irgendwie haben sie was. Doch hier diese Donut-Ohrringe, die kosten $55, also die sind echt nicht günstig. Oder die finde ich auch mega schön. Auch $55. Vielleicht werde ich mir das ein oder andere Paar holen. Dann gibt es hier ganz viel Schmuck mit Schloss. Mir auch. Ganz viele Ringe. Ich habe aber noch ein schönes Set, was ich euch zeigen wollte. Ah, genau das hier. Die Kette mit den Ohrringen finde ich auch super schön. Kostet nichts. Nee, die Farbe. Doch, $40 die Kette. Und die Ohrringe auch nochmal $40. Ja, das ist. Also es ist nicht günstig hier, aber ich möchte mal sowas kaufen, was es halt bei uns jetzt zum Beispiel bei Shop Disney oder so nicht gibt. Viel von dem Merchandise, den wir bei uns bei Shop Disney haben, gibt es hier tatsächlich gar nicht mehr, weil ja alles ausverkauft ist. Also ja, die muss ich der Brina mitbringen. Die Waffelohren kosten auch $29,99. Hier ein paar Loungeflare-Rucksäcke. Ja, aber vieles gibt es tatsächlich bei uns noch bei Shop Disney und hier überhaupt nicht mehr. Wie so ein Truck. Das sind diese Wishables. Die sind hier wohl auch sehr begehrt, diese kleinen Puppen. Was haben wir noch? Ja, Kinderjerseys haben sie tatsächlich auch super viele, weil das wäre mein Untergang, wenn ich ein Kind hätte. Was kosten die? $50. Aber ist das nicht süß? Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, hier. Hier ist jetzt die Kinderabteilung. Hier sind noch ein paar Männer-Shirts. Ja, die braucht man jetzt in den Tagen. In Florida ist es jetzt wirklich Winter. Und die hier wohnen, denen ist jetzt wirklich eiskalt. Ja, noch ein bisschen Spielzeug. Den finde ich ja auch richtig cool, ne? Den Funko Pop vom Skyliner. Das ist ja riesig, ne? Das kann man fast gar nicht mitnehmen, aber sieht schon echt cool aus. Gibt hier noch den Skyliner in klein. Kostet $20. Die gab es bei Shop Disney, glaube ich, auch, aber die sind so hässlich. So, jetzt gehen wir noch auf die
Gibt es noch was auf der anderen Seite? Gucken wir mal. Ah ja, auf der anderen Seite gibt es auch noch was. Dann laufen wir nochmal rüber. Irgendwie um die Uhrzeit ist ja ganz schön viel los, aber es ist auch Samstag, deswegen gehen wir heute auch nicht in die Parks, denn heute wahrscheinlich der vollste Tag in den ganzen Tagen, wo wir hier sind. Hier sind ein paar Küchenhotel-Linien und ich habe mich gestern oder die Tage schon gefragt, was ist das? Das kostet $10 und was macht man? Tut man da Zahnstocher rein? Also für $10 so ein Plastikding? I don't know. ja, hier gibt es für Zucker, Mehl, also in so amerikanischen Größen. Also ich weiß, wie viel Kilo Mehl passt denn hier rein? Also locker bestimmt 2-3 Kilo. Das sind halt so typisch amerikanische Größen. Also eine ganz kleine Schüssel. Jetzt, Handtücher könnt ihr euch auch hier kaufen, aber wie gesagt, kriegt ihr alles am Pool. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Was ist das denn? Das finde ich auch. Picture Frame. Man sieht leider nicht. Ach da, das kommt da in die Mitte rein, das Foto. Ah ja. Mit oben. Auch hübsch, aber groß. Ich habe ja den Bilderrahmen von meinen Freunden bekommen. Zum Geburtstag. Da muss dann da noch ein Bild rein. Ja, hier könnt ihr noch ein bisschen Snacks kaufen. Auch als Mitbringsel vielleicht. Hier gibt es Joffreys Coffee, die kriegt ihr auch auf dem Zimmer. Die Pads für die Kaffeemaschinen. Wasser könnt ihr hier theoretisch auch kaufen, aber da würde ich jedem den Brita-Filter, die Brita-Filterflasche empfehlen. Viel besser. Hier haben wir noch ein paar Patches. Das finde ich natürlich ein richtig schönes Patch. Aber ich hatte Angst, dass bei der Wäsche irgendwann das Schloss abfällt. Aber finde ich richtig schön. Was gibt es noch? Ja, hier so Patches. Also kann man hier die Jeansjacken auf jeden Fall aufpimpen. Für die Nägel. Ist auch nochmal Baby Yoda Patch. Desinfektionsmittel. Ein paar Lanyards. Könnt ihr auch noch einen Koffer kaufen, falls ihr zu viel gekauft habt. Handyhüllen. Gibt's hier auch. Dann die Magic Bands. Ihr seht ja mal, was die Magic Bands kosten. Und ja, ich habe mir ja das Glitzernde hier gekauft in Rosé. Die unteren, da die ganz normalen mit nichts drauf und irgendwie ohne Glitzer kosten dann halt $20. Ja, das war der Rundgang jetzt durch den Shop. Jetzt gehen wir mal in den Essensbereich. Hier könnt ihr frühstücken, hier könnt ihr Mittagessen, hier könnt ihr Abendessen, hier könnt ihr eure Becher auffüllen. Achso, das habe ich, kann ich auch noch zeigen. Hier könnt ihr euch einen Becher kaufen für $20. Euch einen von den zwei aussuchen. Und da ist so ein Chip drin und der registriert, wenn ihr an den Auffüllmaschinen seid, dass ihr noch hier Gast seid im Hotel. Und solange ihr hier übernachtet, dürft ihr diese Becher kostenlos auffüllen mit Kaffee, Tee, Kakao, Softgetränke. Aber da gehen wir jetzt auch noch hin. Aber das wollte ich euch noch zeigen für $20. Ja, da gerade Frühstückszeit ist, versuche ich hier ein bisschen rumzulaufen. Es ist schon relativ voll. Aber den Weg werden wir schon schaffen. Hier links könnte man jetzt Mobile Order Pickup machen. Also man kann auch alles übers Handy bestellen, dann geht es ein bisschen schneller. So, hier gibt es zum Beispiel ein Frühstück mit Mickey-Waffeln, Ei, Bacon und einer Wurst für $12.50. Es gibt auch nur eine kleinere Portion mit Mickey-Waffeln, nur mit Bacon und Sausage, also eine Wurst.
ohne Ei und Kartoffeln. Für 10,50, ja. Kann ja mal ein bisschen was filmen. Aber beim Frühstück sind wir tatsächlich raus. Denn ich frühstücke nicht so früh oder auch nicht so viel. Aber hier gibt es tatsächlich auch Kühlschränke, wo ihr euch nochmal Wasser holen könntet, theoretisch, oder andere Getränke. Auch noch ein Sekt. Was Alkoholisches, wenn ihr wollt. Alle möglichen Softgetränke. Hier gibt es Salate. Garden Salad with Chicken für 10,99. Turkey Fajita für 9,99. Obstsalat 5,70. Overnight Oats. Sowas könnte ich, also sowas wäre, könnte ich vielleicht mal essen, aber $5,30. Mir reicht eine Banane. Ah, hier ist der 50s Celebration Cheesecake. Den werde ich mir auf jeden Fall mal holen, probieren. Dann gibt es noch Cupcakes mit in Mickey Shaped. Und hier gibt es alle möglichen Sweets noch. Muffins, Croissants, Cookies. Alles, was das Herz begehrt. Gibt es Eis, Mickey Bars. Das werde ich mir auch hier nicht kaufen, weil ich kriege das kostenlos auf der Disney Cruise. Weil hier kostet es halt 5,99 und da kann ich es mir auf der Disney Cruise einfach kostenlos holen. Ich kenne das ja schon. Ja, hier ist Rotwein. Hier ist auch nochmal, glaube ich, Frühstück. Ja, ihr kriegt auch nochmal Frühstück. Aber ohne Mickey-Waffeln. Ich möchte mich jetzt hier nicht anstellen, den Leuten den Platz wegnehmen. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht verhungern, aber es ist halt amerikanisches Frühstück. Hier gibt es jetzt nicht irgendwie eine Käseplatte oder Wurst oder sowas. Es ist halt sehr American. So, jetzt gehen wir noch zu den Getränken. So, hier habt ihr die Maschinen. Hier gibt es einmal Kaffee mit Koffein, ohne Koffein. Könnt ihr euch einfach auffüllen, so viel wie ihr wollt, aber nur im Hotel, nicht im Resort. Hier gibt es Kakao, Milch. Auf der anderen Seite müsste es auch noch Tee geben. Ja, hier seht ihr die Softgetränke, die alles inklusiert sind. Und wenn ihr den Becher da drauf stellt, weiß das Gerät, dass ihr noch hier in diesem Resort seid. Und könnt euch einfach alles von den Sachen hier auffüllen. Eismaschine, Amerika, und hier gibt es den Tee. Gibt gesüßten, ungesüßten, schwarzen Tee, glaube ich, ist das, und grünen. Süßen Tee, und hier könnt ihr eure Becher immer ausspülen. Ja, finde ich eine echt gute Sache für die $20. Und werde ich mir gleich mal. Wir sind jetzt wieder draußen aus dem Food Court und es fängt gleich an, ein bisschen zu nieseln. Super, aber das perfekte Wetter zum Shop, um shoppen zu gehen und nicht in die Parks zu gehen. So, hier habt ihr den Pool jetzt bei dem 60s-Bereich, der sich ein bisschen größer ist. Kann leider nicht reingehen, wie gesagt, ist noch zu. Aber ist auch gut, so kann ich auch vermeiden, Kinder zu filmen, die im Wasser planschen. Ja, also hier ist der zweite Pool. Und dann laufen wir jetzt mal Richtung Skyliner. Bevor hier der Sturm ausbricht, laufe ich jetzt noch schnell zum Skyliner. Ah, ich habe nämlich keinen Schirm dabei. Ja, ihr seht, das ist halt sehr bunt, ne? Hier alles 60s gerade, hier das Thema. Mir hätte tatsächlich das Art of Animation besser gefallen, als wir gebucht haben. Aber das Angebot mit dem Dining Plan, also wir haben ja $36 pro Tag fürs Essen, was wir ausgeben können. Das gab es dann da nicht mehr. Es war ausgebucht. Gab es nur noch hier im Pop Century. Aber ich wollte auf jeden Fall den Skyliner Access haben. Um aber mit dem Skyliner zu fahren. Deswegen haben wir uns dann fürs Pop Century entschieden. Wie gesagt, vom Design her, vom Thema her, hätte mir das Art of Animation besser gefallen. Aber ich habe gehört, dass die Räume hier sind relativ neu renoviert worden. Frisch. Hier seht ihr die Jungle Book Figur. Auf der anderen Seite diese große Play-Doh Figur. Ja, also ich habe gehört, hier die Räume sind tatsächlich neu renoviert worden, und die Räume im Disney Art of Animation Resort, hier steht es auch,
sind teilweise nicht, noch nicht neu renoviert worden und sind halt so ein bisschen abgewohnt, wenn man das so sagen kann. Ja, hier gibt es ein Babypool. Und hier laufen ganz viele Eichhörnchen rum. Ich weiß nicht, ob da lief es gerade. Da ist es. Am Baum. Da! Wir sehen. Ein Eichhörnchen. Süß. Ja. Lassen wir es in Ruhe und laufen weiter zum Skyliner. Ja, wir haben jetzt natürlich gerade die Zeit, wo alle in die Parks wollen. Deswegen ist ja auch relativ viel los. Der Skyliner ist tatsächlich auch nächste Woche under Refurbishment, also wird renoviert. Und da werden natürlich dann Busse fahren. Aber hier der Skyliner fährt dann zum Hollywood Studios und nach Epcot. Und auch zu den, kann man gleich mal hier lesen. Ja, also hier könnt ihr lesen, wo es hingeht. Wenn ihr jetzt hier einsteigt, fahrt ihr erstmal zum Caribbean Beach Resort und dann müsst ihr nochmal umsteigen, um nach Hollywood, in die Hollywood Studios zu fahren, Riviera Resort oder Epcot. Ich habe aber gehört, Epcot soll schon renoviert werden, die Line nach Epcot. Muss mal gucken, weil ich wollte heute Abend vielleicht nach Epcot fahren. Ich frage gleich mal nach. Ja, aber hier seht ihr, ist schon einige was los. Hier könnt ihr auch die Uhrzeiten sehen, bis wann der Skyliner fährt. Das sind also kleine Gondeln, die fahren über den See und es ist sehr, sehr schnell. Also wir waren, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten in den Hollywood Studios oder 20 vielleicht. Geht auf jeden Fall schneller als der Bus, finde ich jetzt persönlich. Es läuft halt relativ schnell. So, jetzt laufen wir in einen Bereich, wo ich noch gar nicht war, und zwar die 90s. Ja, da soll es wohl auch noch einen Pool geben. Das gucken wir uns natürlich auch noch. Und die große Mickey-Figur möchte ich auch noch mal sehen und eventuell fotografieren. Hier steht auf jeden Fall schon mal Goofy mit einem Snowboard. Nee, es ist kein Snowboard. Es ist ein Surfbrett, so. Nee, Snowboard wäre unpassend für Florida. Hier ist auch irgendeine Veranstaltung. Goofy Campfire. Da kann man bestimmt ums Feuer sitzen hier. Um 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Ja, hier gibt es auch die ein oder anderen Veranstaltungen. Da hinten ist eine Raucherecke. Ja, hier ist Goofy. So, der Pfeil zeigt nach links zum Playground. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ein schöner morgendlicher Spaziergang hier. Ja, hier ist der Spielplatz. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, wenn ich das so sagen kann. Also, ja, ganz normaler Spielplatz, ne? Haut mich jetzt nicht vom Hocker, sage ich mal so. Könnte ein bisschen fancier sein. Aber Kindern ist das ja wahrscheinlich egal. Ich gehe mal näher ran. Jo. Das ist er, der Spielplatz. Also Thematisierung könnte ein bisschen besser sein. Aber egal. Also dieses Hotel ist wirklich sehr groß. Also wenn ihr mal hierher kommen wollt. Wir haben tatsächlich einen Raum angefragt, der nah zur Rezeption ist. Und also es ist tatsächlich auch relativ nah. Und wenn wir jetzt hier in der 90s-Section sozusagen, das ist schon relativ groß. Ja, aber ich bin, glaube ich, jetzt am Ende angekommen. Darüber geht es, glaube ich, zum Art of Animation. Good morning. Ja, hier ist der Lake. Dann gehen wir jetzt noch zum Hippie-Dippie-Pool. Klingt sehr fancy. Und hier sind überall Eichhörnchen. Voll süß. Dann noch eins. Also geradeaus wird man wieder zum Skyliner kommen. Wir biegen jetzt rechts ab zum letzten Pool und zur großen Mickey-Statue. So, hier rechts können wir schon so ein großes Riesen-Dreirad sehen. Und dann hier so zur linken Seite sind Kicker, ganz große Kicker-Figuren. Auf der anderen Seite seht ihr dann die große Mickey-Figur. Den Pool habe ich noch nicht gefunden. Ah, reitet er geradeaus.
Ja, also hier seht ihr die große Mickey-Figur zwischen den ganzen Kickern. Sieht schon irgendwie cool aus hier. So, wir sind jetzt gleich wieder bei Goofy. Wo ist denn jetzt der Pool? Bestimmt links dann runter. Oder war das der Pool, den wir eben gesehen haben, dieser Hippie-Dippie-Pool? Weil, ja. Playground. Poolbar. Anscheinend schon. Dann gucken wir noch auf der Mappe, ob ich was vergessen habe. Und dann war es das, glaube ich. Ich zeige euch gleich noch die Bus-Haltestationen vor dem Gebäude. Also irgendwie habe ich hier einen Pool. Den habe ich irgendwie vergessen, nicht gesehen. Bei dem Laptop, den haben wir auch nicht gesehen. Und den Hasen. Ja, aber wo war ich denn? Ach, ich war hier bei den 70s. Ich hätte nochmal zu den 90s laufen müssen. Aber ich muss jetzt leider zurück. Aber ja, es gibt noch einen dritten Pool. Ja, und hier fahren jetzt die Busse zu den verschiedenen Parks. Hier steht auch bitte den Skyliner für die Hollywood Studios nutzen. Ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt keiner fährt. Hier der Magic Kingdom, aber das ist sehr leer, oder? Das ist schon relativ spät für Magic Kingdom. Normalerweise Park Opening ist hier immer eine riesen Schlange für Magic Kingdom. Ja, da hinten seht ihr noch Epcot, Disney Springs, Animal Kingdom. Alles hier einfach vorhanden, die kommen relativ oft. Und ja, das war im Prinzip jetzt der ganze Hotelrundgang. Ja, das war mein Rundgang hier durch das Pop Century Resort in Walt Disney World. Und ja, ich muss sagen, ist für den Preis ist es wirklich, also ich mache noch ein Kostenvideo, keine Sorge, aber es ist ja eines der günstigeren Hotels und dafür ist es wirklich toll. Die Zimmer sind neu renoviert, die Pools sind in Ordnung, der Skyliner-Zugang ist natürlich ein Plus mit Sternchen, kann man das so sagen. Ja. Also kann ich wirklich empfehlen, von der Thematik her sagt es mir nicht so zu. Da wird das Art of Animation mir natürlich besser zu sagen mit dem Disney-Thema. Aber es ist ein vollkommen in Ordnung. Also man kann hier wirklich 10 Nächte verbringen. Es ist alles da, was man braucht. Ein Pool, Shuttle, Skyliner, Dining, Kaffee morgens. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht, weil man ist eigentlich eh nur zum Schlafen im Zimmer und zum Duschen. Das ist mal meine Meinung. Ich verbringe nicht viel Zeit auf den Zimmern oder in dem Resort. Wenn man natürlich öfter nach Walt Disney World kommt und so auch ein bisschen entspannen möchte oder so, dann kann man sich vielleicht ein Hotel aussuchen mit besserem Pool oder so. Aber ja, das ist halt Geschmackssache. Und was dazu noch bei uns kam, wir hatten ja $36 pro Tag Dining Plan. Sozusagen, also die dürften, haben $36 pro Tag bekommen, also $360. Und je höher ihr in der Hotelkategorie kommt, desto mehr bekommt ihr auch pro Tag. Das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, das mal auszukalkulieren. Das hatte ich auch gemacht. Ich habe dann ein höherpreisiges Hotel mir ausgesucht, durchgerechnet, wie viel da wir bekommen werden. Und es wäre tatsächlich ein bisschen teurer gewesen als hier. Also muss man immer mal so ein bisschen durchrechnen. Aber das Pop Center Resort ist wirklich ein tolles Hotel und kann man hier für den Walt Disney World Aufenthalt buchen. So, und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!